Aber wenn wir alle Konsequenzen dadurch kriegen, dann ziehst du dich doch um, oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist aber asozial. Wenn wir hier alle drunter leiden, nur weil du deinen scheiß Anzug anlassen möchtest, dann sieht's aber anders aus. Leute, ihr müsst es einfach mal checken. Guck mal, wie ich aussehe. DDR-Look 1987. Ich werde meinen Anzug anbehalten und mich nicht umziehen. Das ist ja mein Signature-Look. That's the way it is, guys. Der geht mir irgendwie auf die Nerven, auch mit seinem nicht umziehen und sowas. Vielleicht kannst du es versuchen mit ein bisschen Humor. Nein, das könnte ja eher hilfreich sein, dass ich dadurch noch bekannter werde. Guck mal, das ist der Typ, der sich widersetzt hat. Thema ist gegessen, Anzug bleibt, Punkt. Da wird selbst das aufschlussreichste, rationalste Gespräch auch nichts bringen. Und das könnte in den nächsten Tagen und Wochen natürlich zu Problemen führen.